So, jetzt noch ein Stückchen nach vorne und dann links und hier ist auch schon der Palast. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Bin jetzt dem Aufruf vom König gefolgt, der hier mutige Abenteurer sucht. Und keine Ahnung, irgendwas wurde geklaut oder sowas. Ich soll was zurückbringen, keine Ahnung. Kann ich schon nicht so schwer sein. Irgendwie ist keiner außer mir hier. Das wundert mich ein bisschen. Aber ich schätze mal, das sollte kein großes Problem sein. Hey, hier ist Sonja und willkommen zu der neuen Folge Minecraft Drachenzuflucht. Das ist ein neues Projekt, was jetzt auf meinem Kanal kommt. Zweimal die Woche, also immer samstags wie heute und dann nochmal, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch. Aber das kriegt ihr noch mit. Und genau, ich würde sagen, wir schauen mal, was der König hier vorbereitet hat und was wir hier machen sollen, was unsere Aufgabe ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall... Hier ist ein komischer Turm, aus der Richtung kommen wir. Wir sind da irgendwie hochgeklettert. Hier ist die Landschaft voll schön. Ich meine, guckt euch das mal an. Da ist so eine riesengroße, keine Ahnung, Waldgegend. Und da ist ein Weg und da ist eine kaputte Brücke. Ich hoffe, da muss ich nicht rüber nachher. Eigentlich soll es hier Drachen geben, aber ich habe noch keinen einzigen gesehen. Also, kann ja mal im Himmel Ausschau halten. Okay, dann gucke ich mal, wo ist denn der König? Hier links vielleicht? Nee. Oh ja, warte, hier. Hier. Oh, das ist der Thron. Oh, das ist der König. Hallo, schönen guten Tag, Eure Majestät. Ich komme zu Diensten. Ah, du musst Ronja sein. Genau, das ist mein Name. Ich bin hier, um zu helfen. Was ist denn das Problem? Schön, dass du hergefunden hast. Ah, keine große Sache für mich. Ich bin König Wilhelm. Hallo, König Wilhelm. Ja, ich würde gerne helfen. Ich habe den Brief gesehen, der ausgeschrieben hat, dass hier Leute gesucht werden. Genau, ich erkläre dir kurz, was passiert ist. Alles klar, ich bin ganz Ohr. Wie du ja weißt, leben wir Menschen eigentlich im Einklang mit den Drachen. Ich habe jetzt zwar noch nicht wirklich Drachen gesehen in meinem Leben, aber klar. Natürlich nicht mit allen, aber wir hatten ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse und es hat Frieden zwischen uns geherrscht. Okay, das ist ja schon mal gut. Was ist denn dann das Problem? Jetzt hat aber der rote Drache, der bekannteste und gefährlichste der wilden Drachen, unser goldenes Ei gestohlen. Okay. Du musst es unbedingt finden und wieder zurückbringen, bevor Molnar es ausbrütet. Molnar ist dann wahrscheinlich der rote Drache, nehme ich an. Also das scheint der Name von dem zu sein. Ja, okay. Verstanden. Also ich muss das goldene Ei finden und das zurückbringen, bevor Molnar es ausbrütet. Weil aus dem Ei schlüpft der mächtigste Drache, der in den letzten 1000 Jahren gelebt hat. Oh, okay. Verstehe. Wir hätten das Drachenjunge hier im Palast aufwachsen lassen wollen. Es darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten, sonst ist es für immer vorbei mit dem Frieden und die Drachen werden alles niederbrennen. Oh, okay, verstehe. Das ist, Alles klar, König Wilhelm? Ich werde mich drum kümmern, kein Problem. Bin ich die Einzige? Also, jetzt, klar, ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich werde irgendwie das goldene Ei schon finden, schätze ich mal. Wo ist das überhaupt? Aber, nein, du bist nicht die Einzige. Ein anderer Abenteurer namens Erik ist bereits losgezogen. Okay. Du triffst ihn sicherlich unterwegs. Gut, das wollte ich gerade fragen. Erik ist schon los, ich treffe ihn unterwegs. Keine Ahnung, wer Erik ist, aber das werden wir schon rausfinden, schätze ich mal. Wissen wir, oben im Schloss findest du Ausrüstung. Okay, aber wissen wir, in welche Richtung ich muss? Wissen wir, wo der rote Drache das Ei versteckt? Wahrscheinlich nicht, hä? Okay, ich hole mir Ausrüstung. Nein, okay. Beeil dich. Ja, okay, ich beeil mich. Ich werde gehen. Ah, warte, hier, nimm mein Schwert. Oh, ich krieg dein Schwert? Cool. Oh, damn, dankeschön. Oh, das sieht gut aus. Okay, damit würde ich einen Drachen kämpfen können, sage ich. Vielen Dank, König Wilhelm. Ich gehe mal hoch und suche mir meine Ausrüstung. Hier geht's hoch. Hä? Okay, aber erstmal finde ich frech, dass hier keiner informiert wird. Oh, wahrscheinlich meinen die das hier mit. Okay, ich kann mir Eisenrüstung bzw. so ein Kettenhemd holen oder Lederrüstung. Ich glaube, Lederrüstung sieht hübscher aus, oder? Ich weiß nicht, ob das Status fährt. Ich nehme die Lederrüstung. So. Alles einmal ausgerüstet. Ich sehe jetzt aus, als könnte ich kämpfen. Ich habe ein gutes Schwert. Okay, das sieht auch gut aus. Netherite-Schwert habe ich. Und ist hier oben noch mehr? Gibt es hier noch mehr Ausrüstung? Das Schloss ist riesengroß. Boah, bin ich froh, dass der Thronsaal unten ist. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich meine, ich darf mich wahrscheinlich bedienen. Was haben wir hier? Zauberbuch. Noch ein Zauberbuch. Drachenessenz. Okay, vielleicht... Was? Erfahrungsfeld. Vielleicht nehme ich das lieber nicht. Okay, das nehme ich lieber nicht. Ich glaube, das ist nicht für mich gedacht. Ich sollte Ausrüstung holen. Ich glaube, das ist keine Ausrüstung mehr. Vielleicht ist hier noch was drin. Okay, nochmal das Gleiche. Ja, oh nee, da steht auch jemand. Ich will jetzt hier niemanden beklauen. Gut, dann mache ich mich mal hinten auf den Weg. Nein, hier ist das königliche Schlafzimmer. Ich habe mich irgendwo verlaufen. Hier ist gar nicht richtig. Rüstung. Hier geht's raus. Okay, ja, hier ist hinten auf jeden Fall... Der Weg raus, hier gibt es einen kleinen Garten. Das sieht eigentlich voll süß aus. Warum geht denn der König nicht auf seine Mission? Das finde ich frech. Warum müssen sich da immer alle anderen Leute drum kümmern? Hier runter. Und geht's. Oh ja, hier geht's wirklich runter.
Okay, wo ist wohl dieser Erik? Ist der schon lange vor Milos? Ich hätte mal fragen sollen, wie lange der schon Vorsprung hat. Aber gut. Da unten ist jemand. Oh, hallo, hallo. Bist du Erik? Hi, ja, ich bin Erik. Hi, schön, dich kennenzulernen. Ich bin Ronja. Ich bin auch hier auf der Suche nach dem, keine Ahnung, Drachenei. Bist du gerade erst los? Ich bin auch gerade erst aufgebrochen. Aufregend, oder? Ja, oh mein Gott. Ohne Mist, ich bin ganz froh, dass du auch dabei bist. Ich hatte ein bisschen Angst alleine, aber ich habe noch nie mit einem Drachen gekämpft. Oh, hast du schon mal mit einem Drachen gekämpft? Hast du schon mal einen Drachen gesehen überhaupt? Nein. Okay, ich nämlich auch nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie stark die sind oder was so deren Tricks sind. Und ich meine, die können ja auch fliegen. Oh mein Gott, stell dir mal vor, wir finden unterwegs Drachen und wir können die zähmen oder so. Das wäre voll cool. Und okay, wahrscheinlich interessiert dich das voll nicht. Aber jedenfalls denke ich, es wäre ganz praktisch, damit wir gegen den großen Drachen kämpfen können. Ja, das stimmt. Okay, dann lass uns mal weiter aufbrechen. Und willst du nicht mit mir mitkommen? Na gut, na gut. Hier geht's. Dann nehme ich an runter. Boah, ist das eine lange Stufe, gell? Ich meine, klar, du kannst wahrscheinlich keine Treppe runterbauen. Das macht schon Sinn, so mit dem links-rechts. Aber das dauert schon ewig, bis man dann irgendwann mal angekommen ist. Das will ich jetzt hier nicht als großartige Konstruktion, ne? Da unten ist eine Brücke. Oh, ich glaube, das ist das, was ich von oben gesehen habe. Oh, wir sind unten. Oh mein Gott. Okay, okay. In welche Richtung ist wahrscheinlich der Drachenhort? Links, rechts, oben, unten? Sollen wir einfach dem Weg folgen? Was meinst du? Wollen wir jetzt hier lang? Ich habe Gerüchte gehört, dass die Tochter vom König auch verschwunden ist. Hat er dir dazu was gesagt? Wie jetzt? Die Tochter, die Prinzessin ist verschwunden? Prinzessin Lily? No way. Okay, nein, der König hat mir dazu nichts gesagt. Ich habe nur, also, honestly, ich bin nur hier, weil ich dieses Zeitungsinserat oder Brief oder was auch immer das war gesehen habe. Dass halt das Ei verschwunden ist und dass wir irgendwas suchen müssen. Aber dass seine Tochter aufwächst, aber ich meine, das macht Sinn. Sie war jetzt nicht im Palast. So, wir müssen nach vorne. Oh mein Gott, da ist Drache. Oh mein Gott, Erik, hast du den gesehen? Okay, der sieht halbwegs unbeschäftigt aus. Ich glaube, das ist auch ein kleiner. Ich würde trotzdem ungern kämpfen mit dem. Können wir uns an dem vorbeischleichen? Lass uns hier ein bisschen an der Seite lang gehen. Ja, okay. Dann ganz leise hier einmal vorbei. Wir müssen nur irgendwie auf den Weg kommen. Der Weg ist ja da wieder. Wir müssen nicht an dem Drachen vorbei. Wir müssen ja nicht die Runde laufen. Wir können hier ein bisschen durch die Pampa. Oh mein Gott, das ist der erste Drache, den ich jemals gesehen habe. Der sieht... Sind die alle böse? Sind rote Drachen generell böse? Weil theoretisch meinte der König ja, es gibt gute und böse Drachen. Okay, aber ich glaube... Also wir wollen es, glaube ich, nicht darauf anlegen. Okay. Und dann einmal weiter hier. Das Ding ist, wir müssen halt irgendwo Hinweise finden, wo der Drache leben könnte und wo der das Ei versteckt hat. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ich gerade in der Lage bin, mit einem Drachen zu kämpfen. Ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn wir uns vorher Drachen suchen würden. Oh, du hast Essen dabei? Du hast doch Essen dabei! Was ist das? Das kann man gar nicht essen. Das ist kein Essen. Was ist denn das dann? Es sieht aus wie Essen. Warum kann ich das nicht essen? Ich bin mir selbst nicht sicher. Ha, okay. Gut, dann kein Essen. Wir sollten uns aber irgendwo mal Essen suchen, glaube ich. Ist gar nicht wirklich so eine schlechte Idee. Vielleicht können wir... Nein, da hinten ist noch ein Drache. Warum sind denn überall Drachen? Okay, okay, okay. Hier können wir nicht den Weg geradeaus. Das heißt, wir müssen nach links. Keine Sorge, hier, ich habe schon mal ausgekundschaftet für uns. Hier ist ein falscher Weg, aber hier geht's lang. Okay. Ich hätte gerne einen kleinen Drachen. Irgendwas Liebes. Ich meine, sind es schon die kleinen Drachen, die roten? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, in die Höhle zu gehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe auch keine Fackel. Ich meine, es ist nicht super dunkel. Ich glaube, wir können hier durch. Okay, dann Emma, du bist schon vor. Hier durch. Boah, das ist voll gruselig. Warte. Lass uns hier nicht reingehen. Okay, okay, okay. Neuer Plan. Bleib mal hier. Haben wir irgendwelche Zelte oder so? Wollen wir uns draußen einen Unterschlupf aufbauen? Obwohl draußen sind halt die ganzen Drachen. Ich war hier noch nie. Ich bin hier noch nie hin. Ich höre irgendwas laufen. Hörst du auch was laufen? Bin ich das? Oh, okay, das bin nur ich selber. Oder? Bin das nur ich selber? Ich höre doch irgendwas. Boah, ich habe voll Angst. Okay, nee, hier ist noch was. Das hörst du auch, gell? Ich bewege mich gerade nicht, du bewegst dich gerade nicht. Okay. Lass uns nicht hier übernachten. Können wir wieder aus der Höhle raus? Können wir bitte wieder aus der Höhle raus? Ich habe Angst vor der Höhle. Ich bin kein Freund der Höhle. Wo geht's her? Wo kommen wir her? Hier lang? Okay. Okay, okay, okay. Hier wollen wir nicht sein, aber hier am Wasser fühle ich mich semi-sicher. Obwohl, das ist halt direkt vor der Höhle. In einem Baum oder so? Können wir uns ein Baumhaus bauen? In einem Baum? Hier ist ein Hähnchen. Dem geht's gut. Hier ist gerade kein Drache in der Nähe. Okay, ich sag, hier oben ist gar nicht schlecht. Dann können wir uns hier ein kleines Baumhaus bauen für über Nacht und keine Ahnung, dann können wir uns noch
Essen suchen und weiterziehen. Weil bevor wir mit irgendwelchen Sachen kämpfen oder durch irgendwelche Höhlen laufen, ich fühle mich nicht gut vorbereitet. Alles, was der König mir gegeben hat, ist ein blödes Schwert und ein bisschen Rüstung. Aber das ist nicht wirklich, was ich wollte. Ich glaube, ich bin doch kein Abenteurer. Ich habe mich voll mutig gefühlt. Bin hoch, hier, keine Ahnung, losgezogen und war so, oh ja, klar, kein Problem, Drachen, ich suche das Ei und da. Nee, ich habe Angst. Okay. Dann holen wir kurz ein bisschen Holz und treffen uns gleich hier wieder. Gute Idee. Okay, dann bis gleich. Okay, bist du jetzt fertig da oben? Okay. Es wird langsam dunkel. Ich würde sagen, wir sollten langsam schlafen gehen. Aber wir haben jetzt einen Unterschlupf und wir haben Essen. Du hast auch Essen für dich, oder? Weil ich habe jetzt Äpfel und Karotten. Du kannst gerne welche davon haben. Aber ich glaube, du wolltest noch Hähnchen jagen gehen. Hast du gemacht? Okay, perfekt. Ich zeige euch mal unser kleines Baumhaus. Und zwar einmal hier oben. Hier haben wir einen kleinen Ofen. Dann ist uns nicht kalt. Und ich glaube, genau, Erik wollte da drin sein Hähnchen braten. Da ist auch noch eins drin. Hier ist Eriks Bett, hier ist mein Bett. Wir haben eine Truhe, da ist mein Essen drin. Und wir haben einen kleinen Crafting-Table, damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr Equipment finden. Vielleicht einen Pfeil und Bogen oder sowas. Ich schätze, dann gehen wir mal schlafen. So, das war's für die erste Folge von Minecraft Drachen zu Flott. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wie gesagt, es kommt jetzt immer zweimal die Woche auf meinem Kanal. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!